Hallo, ich bin Johanna und das hier ist mein Podcast Calm is Your Superpower. Ich spreche hier über das Thema Angst in allen Facetten, über Selbstverwirklichung, Selbstsabotage, Selbsthilfe und über die Metamorphose von vermeintlicher Schwäche in Resilienz und Stärke. Ich möchte dir helfen, deine Angst in Kraft zu tauschen und ich möchte dir zeigen, wie du tiefer fühlst. Darum dreht sich alles bei mir, um mit mehr Leichtigkeit zu leben. Ich möchte dir Mut machen mit wissenschaftlichem Backup und ich möchte uns allen helfen, uns ein kleines bisschen weniger verrückt und überwältigt und stattdessen voller Möglichkeiten zu fühlen. Ich freue mich über deine Fragen, sollten welche aufkommen, zu denen du dir eine Antwort wünschst. Du kannst sie mir schicken über meine Webseite carlajohannaschäfer.com oder über Instagram und ich werde sie gerne hier im Podcast beantworten. Hallo und einen schönen Mittwochmorgen. Heute möchte ich eine Atemtechnik vorstellen, die ich besonders gut finde und die mich ziemlich schnell beruhigt, wenn Stress oder einfach viele Gedanken im Kopf herumschwirren. Und zwar handelt es sich um die 478-Entspannungsmethode, eine Atemtechnik. Wenn wir sie regelmäßig üben, ist es möglich, dass diese Technik hilft, besser und schneller nachts einzuschlafen und vor allen Dingen auch tut sie bei Angstgefühlen und innerer Unruhe gut. Atemtechniken dienen dazu, den Körper in einen Zustand der Entspannung zu bringen. Ganz unabhängig von der Ursache des Stresses reagiert einfach der menschliche Körper auf ein hohes Maß von Stress oder Angst mit der Freisetzung von Stresshormonen, die dann zu physiologischen, zu körperlichen Veränderungen wie Herzklopfen oder ein schnellerer Atem, Anspannungen der Muskeln oder Schwitzen führen. Und diese körperlichen Veränderungen gehen schnell vor sich. Wenn das parasympathische Nervensystem aktiviert wird, wie eben durch diese Übung, die ich jetzt gleich vorstellen werde, erzeugt es ein ruhiges, ein entspanntes Gefühl. Menschen können lernen, ihr parasympathisches Nervensystem zu aktivieren, um ihr Gefühl von Angst und Stress zu reduzieren, sogar sofort zu reduzieren. Also Befürworter der 478-Atmung sagen, dass sie mit der Zeit und bei oder mit wiederholtem Üben immer kraftvoller, immer effektiver wird. Wir werden also gleich einatmen durch die Nase und bis 4 zählen. Dann werden wir die Luft in der Lunge halten und bis 7 zählen. Und dann werden wir ausatmen durch den Mund und dabei bis 8 zählen, laut ausatmen. Anfangs wirst du vielleicht denken, dass du gar nicht so lange ausatmen kannst, aber mit dem Üben wird es immer besser, weil sich die Lungenkapazität vergrößern wird. Und wenn du möchtest, kannst du deine Zunge währenddessen, während der Übung, an deinen Gaumen legen? So wird diese Technik gelehrt. Ich lasse dieses Detail weg, weil mich das noch mehr entspannt. Der Vollständigkeit halber erwähne ich es trotzdem mal. Und du kannst diese Übung auch machen, kurz bevor du ins Bett gehst, zum Runterkommen. Ich werde die Atmung jetzt also gleich anleiten und mitzählen, zwischendurch mitatmen. Und am Ende lasse ich dir die Musik noch 1 bis 2 Minuten weiter laufen, damit du das ruhige, entspannte Gefühl noch ein bisschen genießen kannst, das durch diese Atmung entsteht. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt schon von dir und wünsche dir einen super Tag und bis nächsten Mittwoch hier im Podcast. Für Informationen rund um die Themen Entspannung und Wohlfühlen in deinem Körper, komm gerne auf meine Webseite www.carlajohannaschäfer.com. Dort gibt es viele kostenlose Ressourcen, wie auch Angebote, wenn du etwas tiefer einsteigen möchtest oder eben mit mir zusammenarbeiten möchtest. So, viel Spaß bzw. Entspannung mit der Atemübung. Setz dich bequem hin oder leg dich hin, wenn dir das lieber ist. Schließ deine Augen und verlangsame dein inneres Tempo. Entspanne deine Gesichtszüge. Lass deine Mimik los. Lass deine Maske fallen. Lass alle Anstrengungen im Gesicht abfließen.
So viel Fokus und Energie stecken wir in unser Gesicht als unsere Identität. Lass jetzt dein Gesicht weich werden und lass einfach mal alles gehen. Ganz automatisch erleben wir uns etwas tiefer. Lass deinen Oberkiefer und deinen Unterkiefer sich etwas voneinander lösen. Nimm 3 langsame, tiefe Atemzüge, um einfach zu fühlen, wie sich dein Körper gerade anfühlt. Lass dich in deine Unterlage sinken. Und jetzt fühl einmal ganz bewusst in deinen Bauch. Lass ihn weich werden. All das, was wir so oft fest und angespannt halten im Bauch, darf sich jetzt entspannen. Wir lassen für diese Zeit jetzt alle Abwehr fallen. Und jetzt sinke in den hinteren Teil deines Körpers. Lass dich in deinen Rücken sinken. Nimm ihn wahr. Dann den hinteren Teil deines Kopfes. Lass dich in den hinteren Teil deines Beckenbodens fallen. Bewohne nun so richtig die Rückseite deines Körpers und lass dich in sie hineinsinken. Und fühl, wie dir das etwas mehr Stabilität gibt. Genieße dieses Gefühl des Zurücklehnens, dich zurückzulehnen in die Tiefe deines Körpers. Nimm noch einen tiefen Atemzug. Du wirst gleich bis 4 zählen beim Einatmen, und zwar ein durch die Nase, die Luft anhalten und bis 7 zählen. Und dann auf 8 ausatmen, aus durch den Mund mit einem leichten Geräusch. Wenn du anfangs nicht ganz im Rhythmus bist, ist das nicht schlimm. Mach einfach weiter mit mir und du wirst schnell reinkommen. Gut, atme ein. 1, 2, 3, 4, halte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ausatmen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Einatmen. 2, 3, 4. Halte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ausatmen. 2, 3, 4, 5, 6. Einatmen, 2, 3, 4, halten, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich mache mit.
2, 3, 4, 5, 6, 7 und ausatmen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Einatmen. 2, 3, 4. Halte. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ausatmen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Einatmen. 2, 3, 4. Halte. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ausatmen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die letzten drei Atemzüge. Atme ein. 1, 2, 3, 4. Halte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ausatmen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Einatmen. 2, 3, 4. Halten. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ausatmen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Einatmen. 2, 3, 4. Halte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ausatmen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr gut. Lass deinen Atem jetzt von ganz alleine fließen und lass deine Schultern bewusst los, lass sie herabsinken und nimm dir jetzt gerne noch 2 Minuten, um das Gefühl, das du jetzt in deinem Körper fühlst, zu fühlen und dich schön schwer in deine Unterlage sinken zu lassen und zu entspannen. Bis zum nächsten Mal.